Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich heute hier sein kann. Es wurde schon vorweggenommen, ich bin in der Zeitgeschichte. Das heißt, ich arbeite ein bisschen eher wie ein Historiker und habe weniger so diese digitalen Methodiken verleibt, sondern mein Untersuchungsgegenstand ist eben digital. Das heißt, ich bin im Forschungsfeld der Computergeschichte unterwegs. Und das Thema, das ich heute vorstelle, ist eigentlich mein methodischer Blickwinkel, der entstanden ist aus meinem Dissertationsprojekt oder an meinem laufenden Dissertationsprojekt, wo ich die Geschichte von Malware, also von Schadsoftware, anschaue. Und unter Schadsoftware sind so Computerviren, Trojaner und Ransomware zu verstehen. Ich habe das Thema aber breiter gegliedert, dass eigentlich alle digitalen Medienartefakte unter diese Methodik gehen. Ja, kurz zum Aufbau. Ich werde am Anfang etwas über diese digitalen Medienartefakte erzählen, ein bisschen was über diese geisteswissenschaftlichen oder wie die Geisteswissenschaften digitale Medienartefakte anschaut. Danach muss ich kurz etwas zu der Materialität sagen, also da wird es dann ein bisschen technisch und das Technische bleibt dann auch ein bisschen, weil Reverse Engineering ist dann auch technisch, das heißt, ich werde dann zwei so Methodiken vorstellen, wie wir mit digitalen Medienartefakten umgehen können. Ja, was für Sourcen oder was für Quellen bearbeite ich oder was meine ich unter digitalen Medienartefakten? An dieser Veranstaltung heute haben wir und gestern haben wir sehr viele über eigentlich so Reborn Digital Media Artefakte gesehen, also alles Medienartefakte, die eigentlich in der realen Welt existieren und dann in der digitalen Welt wie reproduziert werden. Mein Forschungsansatz untersucht eher so Born Digital Sources. Ich habe hier ein paar Beispiele aufgezeigt. Das können Computerspiele sein, das kann ein altes Word-Prozessor, Software sein, eine AI-generierte Katze oder mein Spezialgebiet, ein Computervirus. Ja, in dem 1992 veröffentlichten Essay There is no Software stellte der Medientheoretiker Friedrich Kittler die provokante These auf, dass Software lediglich ein Hirngespinst ist, das den Blick auf das Wesentliche verstellt, die Hardware. Er zeigt, dass die Hardware die entscheidende materielle Grundlage der computervermittelten Kommunikation ist. Denn aus der elektromechanischer Sicht ergibt sich, dass Digitale in modernen Computern aus den spezifischen Art und Weise, wie Elektrizität im Computersystem verwendet wird. Entweder es fließt Strom oder es fließt kein Strom zwischen zwei Punkten. Dieses Fehlen oder Vorhandensein von Elektrizität wird in der Regel aus den beiden diskreten Entitäten 0 und 1 beschrieben, die beiden als Bits bekannten Binärziffern bilden. Diese sind physisch gesehen den Ausgangspunkt für die Entwicklung aller digitalen Medienartefakte. Alle Objekte in Computersystemen, ob Visualisierungen, Audiodateien, Programme oder Webseiten, bestehen aus ihrer physikalischen Entität, aus diesen Binärziffern. Zahlen. So 10 Jahre nach Kittlers Artikel kamen die ersten Theorien, so entstanden die Theorien aus dem New Materialism, eigentlich, die sich dagegen wandten und der Software, eigentlich dieser Immaterialisierung von Software doch einen materiellen Charakter zuwiesen. Autoren aus diesem Gebiet sind eben in diesem New Materialism oder auch der Software Studies zugeordnet. Hier hat Software eine eigene Geschichte. Nicht die physikalischen Nullen und Eins stehen im Fokus der Software Studies, sondern die übertragenen Charaktereigenschaften. Untersucht werden Medienartefakten mit geisteswissenschaftlichen Diskursanalysen.
Ein Beispiel wäre hier UC Paricas Digital Contagions, in welchem er Computerviren untersucht und eigentlich der Vergleich, der offensichtliche Vergleich macht zwischen Computerviren und biologischen Viren, wie sich diese verbreiten. Aber alles auf einer Diskursanalyse. Viele dieser Veröffentlichungen ignorieren die physische Materialität der Medienartefakten und gehen eigentlich nicht auf diese intrinsischen Funktionen von Software ein. Anders macht dies Niels Brucker, das ist die dritte Veröffentlichung von dir, Sie kennen sie sicher. Und auch Andrea Laue in ihren Artikeln. Niels Brucker mit Archived Web untersucht, zeigt eigentlich auf, dass auch eine Materialität zwischen 1 und 0 und so einer Software oder auf einer höheren Ebene besteht, indem er eigentlich die Geschichte des Webs untersucht und aufzeigt, wie viele Protokolle da dazwischen sind. Ja, die Reverse Engineering Methode, die stützt sich auf den Gedanken von Brücker und bietet ein Werkzeug zur Dekonstruktion der grundlegenden physikalischen Funktionen eines jeden digitalen Medienartefakts, indem es auf diese intrinsischen Funktionen aufteilt. Hier eine kleine Definition von Vego Wang. Da geht es darum, dass eigentlich Reverse Engineering beginnt mit einem fertigen Produkt und baut es zurück in seine Einzelteile. Im Vergleich zu Begriffen wie Remaking oder Recreating verlagert der Begriff Reverse Engineering der Schwerpunkt auf einen explorativen und erfahrungsorientierten und einen performativen Aspekt. Seinen Ursprung hat Reverse Engineering nicht in der Computerwissenschaften. Vego Wang zeigt eigentlich auf, dass es auch in der Gummiindustrie genutzt wurde, zur Reproduktion von Konkurrenzprodukten beispielsweise. Und ich würde sogar weitergehen und sagen, es ist eigentlich so ein Urgedanke von so Hackertum und dem kreativen Projekt des Schaffens, wo eigentlich ein fertiges Produkt angeschaut wird und geschaut wird, ja, wie kann ich das selbst zusammenbauen? Ja, wie funktioniert dieses Selbstzusammenbauen im Computersystem? Ich habe hier ein einfaches Schemata, wie ein moderner Computer aufgebaut wird oder aufgebaut ist. Wir haben hier die zwei Bereiche, eigentlich auch spannenderweise auch diese Bereiche, die in der Theorie bereits vorkamen, also der Hardware-Bereich, der so von Kittler gesagt wurde, dass der einzige materielle Bereich, der eigentlich im Computersystem ist, und dieser Software-Bereich, der oben aufgebaut ist. Die Materialität eines digitalen Medienartefakts basiert eigentlich immer auf all diesen Schichten. Also wenn wir eine Software oder ein Bild, ein digitales Bild haben, dann steht es immer in der Abhängigkeit einer Applikation, eines Betriebssystems. Das Betriebssystem, das verwaltet die Ressourcen, schaut, dass der Prozessor richtig zugegriffen wird, dass der Speicher richtig genutzt wird und so weiter. Wenn wir eine Software haben, dann muss die übersetzt werden in eine Maschinensprache, also in eine Anreihung von 1 und 0, weil der Computer, der kann nur 1 und 0. Und diese Übersetzung, das macht eigentlich der Compiler. Diese graue Mittelschicht, das Instruction Set, das ist eigentlich die Computerarchitektur, also der Befehlssatz, der jeweilige Prozessor innehat. Wenn ich hier im Raum schaue, dann ist so die Mehrheit der Prozessoren, die ihr besitzt, wird ein ARM-Prozessor sein, weil sehr wahrscheinlich jeder von euch ein Mobiltelefon hat und Mobiltelefone sind alle auf ARM aufgebaut. Intel-Prozessor wäre x64. Ja, Tom Ensom hat in seiner Dissertation zur Konservierung von Softwarekunst folgende Grafik verwendet, um eigentlich dieses Reverse Engineering zu beschreiben. Wir sehen, er
Im oberen Strang sehen wir eigentlich dieses Forward Engineering. Also es beginnt mit einer Dokumentation. Diese wird implementiert zu Source Code und danach eigentlich entwickelt und herausgegeben für ein Computersystem. Tom Emson konzentriert sich vor allem auf Source Code, weil er als Archivist, als Archivar hat halt Zugang zu diesen Source Codes. Und er beschreibt dann dieses Source Analysis, also wie Source Code eigentlich oder wie der Kunstaspekt von Source Code angeschaut werden kann für Archivare. Er hinterlässt aber eine große Lücke, nämlich was ist mit Software, die eigentlich schon deployed ist? Und die Großzahl von Software, die wir heute einsetzen, die ist eigentlich nicht, da haben wir den Source Code dazu nicht, weil das sind private Firmen, die geben den Source Code nicht raus. Oder das sind private Entwickler, die den Source Code bei sich behalten. Das heißt, was wir auf unseren Systemen einsetzen, das sind eigentlich nur Maschinencode, der funktioniert bei uns, aber der ist eigentlich für uns nicht verständlich, welche intrinsischen Funktionen da alle mit einverleibt sind. Und hier setzt eigentlich mein Ansatz mit dem Reverse Engineering an, um diese Maschinencode wieder lesbar zu machen. Ja, in der Computerwissenschaft hat sich so in den letzten Jahren, oder in den jungen, die Computerwissenschaft ist relativ jung und trotzdem hat sich eigentlich dieses Reverse Engineering schon ein bisschen etabliert, weil es eigentlich ein fester Bestandteil ist einer jährlichen Softwareentwicklung. Wenn wir an die ganze Open-Source-Bewegung denken, keine Open-Source-Bewegung kann funktionieren ohne Reverse Engineering, weil eigentlich die Hardware, die wir einsetzen, die ist eigentlich auch proprietär. Das heißt, wir wissen auch nicht, was für Funktionen da eigentlich genau drin funktionieren. Und Open-Source-Entwickler benötigen eigentlich Reverse-Engineering, um ihre Software überhaupt lauffähig zu machen. Es gibt da zwei verschiedene Analysenmethoden, wie wir Reverse-Engineering einsetzen können. Die erste ist die statische Analyse. Hier wird die Software oder das Medienartefakt untersucht, eigentlich ohne es auszuführen. Und das zweite ist die dynamische Analyse. Hier wird das Medienartefakt eigentlich untersucht im laufenden Betrieb. Gehen wir zur statischen Analyse. Das ist so eher mein Spezialgebiet. Hier wird eigentlich die fixfertige Software, also diesen Maschinencode genommen und mit einem Software-Tool, einem Deassembler, in eine Assembly-Sprache übersetzt. Assembly-Sprache ist so die niedrigste Programmiersprache, die wir kennen. Das sind eigentlich so Eselsbrücken bestehende Einzelbefehle von Zugriffen auf Memory und so weiter. Ich habe hier ein kleines Beispiel mitgebracht, ganz einfach, ein Hello World-Programm in C++, einer Hochsprache. Der grüne Weg zeigt eigentlich dieses Forward Engineering, also wir haben das C-Programm, das wird kompiliert in eine Maschinensprache und der rote Weg ist dann dieses Reverse Engineering, wo eigentlich dieser Maschinencode durch einen Deassembler in Assembly Code übersetzt wird und es ist jetzt relativ klein, sehr wahrscheinlich sieht man es nicht ganz, aber was danach rauskommt, sind eigentlich diese einzelnen Funktionen, das sind einzelne Speicher- und Registerzugriffe, wo das Programm halt dieser String irgendwo in ein Register schreibt und dann wieder rausholt und so eigentlich eine Ausgabe produziert. Das ist ziemlich simpel. Ich habe da noch ein etwas komplexeres Beispiel, was das auch zeigen sollte, wie ich das jetzt anwende in meiner Dissertation. Das ist eine statische Analyse von einer Ransomware, die 2019 so entdeckt wurde. Und die ersten Funktionen, die eigentlich diese Ransomware aufruft, ist eigentlich eine Überprüfung des Computersystems, welche Sprache das eingesetzt wird. Und wenn eine dieser Sprachen, die hier auf der Seite ersichtlich sind, auf dem Computersystem installiert sind und aktiv sind, dann beendet sich die Ransomware automatisch. Also sie wird nicht aktiv.
Wenn die Sprache nicht aktiviert ist, dann wird das Computersystem verschlüsselt und ein Lösegeld gefordert. Also wir sehen hier anhand von dieser einzelnen Funktionen, was für eine Auswirkung das haben kann. Und das sehen wir nur dank dieser Analyse, weil, also ich habe sonst mein Betriebssystem in Englisch installiert, bei mir würde sie einfach aktiv werden. Ja, weil auch Studierende hier anwesend sind, habe ich ein paar Tools noch hingetan, weil ich alle auch ermuntigen möchte, installiert die Software, probiert es aus. Es gibt unzählige YouTube-Videos, die wirklich sehr, sehr anschaulich auch beschreiben, wie ein so ein Reverse-Engineering-Prozess vorgehen kann. Und vielleicht auch für die spätere Diskussion, also ich nutze ChatGPT fast täglich, weil ChatGPT kann sehr gut Code erklären. Und das auch bei so sehr komplexem Assembly-Code. Ja, kommen wir zur dynamischen Analyse. Hier ist, wir erinnern uns, das digitale Medienartefakt oder die Software, die läuft bereits. Und wie können wir sie da untersuchen? So das Paradebeispiel, jeder, der Software entwickelt hat, der weiß, wie das funktioniert, ist so ein Runtime-Debugger. Das heißt eigentlich, das Programm wird während der Laufzeit immer wieder unterbrochen und es wird wieder dieser Status angeschaut, also wie weit das Programm jetzt ist und was für Auswirkungen hat es auf das System. Eine andere Möglichkeit ist die Emulation. Ich habe hier zwei Möglichkeiten hinzugefügt. Das wäre so das Betriebssystem zu emulieren und zu schauen, was für Einflüsse hat die Software auf das Betriebssystem oder auch das ganze Instruction Set eigentlich zu emulieren. Und eine dritte wäre eigentlich das System als abgeschlossenes anzuschauen und vielmehr zu schauen, ja, wohin kommuniziert es. Das wäre dann so eine Netzwerkanalyse. Hier habe ich jetzt so zwei fremde, also nicht von mir, Beispiele mitgebracht. Und das eine ist das Buch von John Aycock, einem Informatiker, der aber jetzt in der Geisteswissenschaften etwas veröffentlicht hat. Und zwar untersucht er das Computerspiel Amnesia Remembered mit Hilfe eines Debuggers. Und Amnesia Remembered ist ein altes Computerspiel, das ist so ein Ablaufsystem, wo die Story eigentlich immer weitergeht und man kann so auswählen, in welche Richtung man gehen will. Und der benutzt eben den Debugger eigentlich, um zu zeigen, ja, hier kann ich jetzt anhalten und da geht es dann links oder rechts durch. Und ein zweites Beispiel wäre von Mikko Hyponen. Er hat ein Malware-Museum eigentlich errichtet, wo er konservierte Malware eigentlich darstellt. Also ist ganz ein bisschen abenteuerlich, die anzuschauen. Ja, auch hier habe ich eine kleine Liste, so was man einsetzen kann, verschiedene Debugger, Emulatoren und Netzwerküberwachung. Ja, zur Schlussfolgerung für mich ist das Reverse Engineering vielmehr ein Blickwinkel, wie wir digitale Medienartefakte anschauen sollten, nämlich als ein komplexes System zwischen 0 und 1 und das, was wir am Bildschirm sehen. Und wir eigentlich immer das gesamte Spektrum eigentlich anschauen sollten. Weil wir eigentlich bei gerade kompilierter Software eigentlich gar nicht wissen, was die intrinsischen Funktionen genau machen. Und ich als Historiker sehe eigentlich mich auch in der Verantwortung, wenn ich digitale Medienartefakte anschaue, dass ich eben diesen Funktionen eigentlich nachgehe und versuche zu verstehen, was macht die Software mit meinem Computersystem oder mit dem Computersystem von der damaligen Zeit. Habe ich noch ein bisschen Zeit? Wenn ich noch habe, dann habe ich noch so ein Beispiel, um die Materialität zu zeigen, aber eine Minute, das, ja, ist zu knapp. Aber ich hätte noch so ein Beispiel gehabt, dass eigentlich ein Bild in einem Computersystem ist nicht immer ein Bild. Also ein Binärstring ist nicht immer ein Binärstring. Und das habe ich am Beispiel, hätte ich veranschaulicht, dass wir können heute ein JPEG-Datei erstellen, die gleichzeitig ein JPEG ist und eine ZIP-Datei.
Und das kommt davon, dass eine JPEG-Datei, die wird von oben gelesen, also am Anfang der Datei, und eine ZIP-Datei, die wird von unten gelesen. Also können wir einfach zwei Dateien zusammenfügen und dann haben wir eigentlich eine Datei. Und ich finde das irgendwie so anschaulich, auch zu sehen, wie so ein Medienartefakt eben funktioniert und dass es eben nicht reicht, nur zu schauen, ja, was sehe ich am Bildschirm, sondern wir müssen da genauer hinschauen, was sind die genauen Funktionen. Und ich sehe das tagtäglich eigentlich bei Malware, weil Malware wird überall eingesetzt, also die kann irgendwo sein. Und da muss man ein bisschen schauen. Ja, vielen Dank.